Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, wir sind wieder dabei. Wir haben jetzt mehrere Aufgaben zu erfüllen. So ein Bonusziel, was wir direkt in Angriff nehmen. Wir müssen die Bluttrolle töten. Das ist aber kein Problem für uns. Die werden wir einfach mal schnell ein paar angreifen und schnell niedermetzeln. So, zack. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. 3% bringt einer. Da müssen wir, glaube ich, ein paar andere Sachen mal kaputt machen. Das dauert mir zu lange. Wenn wir mal hier durchschlüpfen. Wir müssen in das Haus. Hier können wir auch ein paar Sachen machen. Okay. Na komm, holen wir dich. Eure Knochen werden uns gut dienen. So, dann werden wir mal dich erstmal töten. Ja, was gibt's Neues? Es gibt nicht viel. Ihr seht, es ist wieder paar Tage vergangen, nachdem ich wieder gespielt habe. Der Balken ist mittlerweile bis hinten hin blau, bis Level 120, was ich echt noch nie hatte, wenn ich hochgelevelt habe. Das ist echt schlimm. So, komm, greif den an. So, zack. So, ich greife mal auch gleich an. Können wir auch gleich die Aufgabe hier erfüllen mit. Die gehört hierzu, genau. Brauchen wir nicht, du bist nicht geopfert. Sabotieren, sehr schön. Müssen wir dich töten? Nee, aber wir gehen hier lang. Dich können wir töten. Dich werden wir töten. Dass wir schnell die Aufgabe erledigen, dann werden wir gleich nach da oben auch. So, kack. So, ja, der Raid ist draußen. Also die Folge ist für, also ich muss gestehen, ich habe echt lange in Voraus aufgenommen. Die Folgen, die kommen irgendwann sogar schon, die sind für Oktober fast. Ich habe für den ganzen September aufgenommen, weil ich wollte das Spiel einfach weiterspielen. Deswegen habe ich durchgehend fast aufgenommen. Deswegen kann man schlecht immer über aktuelle Themen reden. Ihr habt es bestimmt mittlerweile gesehen. Ihr seht es ja auch, wenn ihr die Folgen guckt, wann ich die aufgenommen habe. Man sieht es ja oben. Da brauche ich ja nichts schön reden. Ja, aber... ja, da kann ich nichts zu sagen, aber mir macht Spaß. Deswegen möchte ja jeden Tag eine Folge rausbringen, vor allem von dem Spiel hier. Weil das halt das Main-Spiel ist auf dem Kanal, auf Burgrim LP. Und das zweite ist so Landschaftssimulator und die anderen Spiele habe ich halt mal so angefangen, dass man auch mal was anderes sieht. Aber da werden wir ja auch bald irgendwann die anderen Sachen abgeschlossen haben. Wie habe ich denn jetzt angegriffen? Die Vögel? Habe ich denn die Vögel angegriffen? Die zählen noch gar nicht. Mal schnell erledigen. Oh, unser Tier müssen wir mal heilen. Die hauen ganz schön noch rein auf diesen Levelbereich. So, zack. Was gibt's denn da Schönes? Aha. Einen schönen Stab. Ich brauche ein Ziel. Zack. Boom. Wie sieht der denn aus? Naja. So, zack, mal looten hier schön. Zack, 70, dann holen wir uns da oben. Jetzt müssen wir uns da oben einen Talisman, glaube ich, genau. Ein Talisman. Den kriegen wir von dir, ich würde schon sagen, den können wir hier einfach aufheben, aber das ist nicht so. Oh, unser Tier müssen wir heilen, unser Tier müssen wir heilen. So, dann müssen wir mal hier ein bisschen Gas geben, nicht, dass unser Tier noch stirbt. Heilung fürs Tier. Ich habe kein Ziel. Ah, besiegt, dann gibt den Talisman her. So. Wo gehen wir am besten weiter? Hier gehen wir am besten weiter. Dich töten. Dich werden wir mitnehmen. Da sind zwei hier, okay. Hier, ihr braucht nicht so auf die Trommel schwingen. Euch nehmen wir auch noch mit. Zack. Dann werden wir jetzt wieder alle besiegen. Rückzug. Stellen wir uns mal ich tot. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, wir werden eingeladen in eine Instanz. Ah, gehen wir einmal rein. Wir können unsere Tagesaufgabe noch damit erledigen. Oh, und da sind wir direkt in der Instanz. Das finde ich schön. So, gucken wir mal. Gibt auch natürlich auch 100.000 Erfahrung, ne? Das ist einmal am Tag, muss man noch mal so eine Instanz machen. Der Tempel ist in der Gewalt von meinem Meister. Ich weiß, ihr kennt die zwar, aber ist egal. Die lassen wir jetzt drin. Die machen wir einfach schnell. Wird das Trollreich auferstehen.
So, und los geht's. Zack. Vielleicht kriegen wir ein bisschen schön Loot oder ein bisschen Macht. Auf jeden Fall 100.000 Erfahrungspunkte auf. Wie viel brauchen wir eigentlich? Ja. Über 800.000 brauchen wir noch. So kriegen wir 100.000. Wir kriegen Erfahrung durch das Töten von Mobs. Ich muss näher heran. Beschützt die Priesterin. Lasst keinen durch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ups, die hatte ich, glaube ich, anvisiert, ne? Ah, ist auch nicht schlimm. Schreiben wir auch kurz, sorry. So, zack. Und ihr seht, ich habe immer noch kein Add-on drauf. Das muss ich echt mal ändern. Ich habe kein Ziel. Das muss ich echt mal ändern. So, und zack, den auch noch weg. Ich brauche ein Ziel. So, ja, die Instanz finde ich auch ganz schön nett in so einem alten Tempel. Mhm. Das macht echt Spaß. So, zack. So, jetzt nehmen wir dich mal. Check. So, und er liegt, der nächste auch gleich. Das sind echt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, den können wir abbauen. Sehr schön. Wer ist denn eigentlich der Tank? Der andere ist der Tank. Warum greift er den an? Stehe ich nicht. Okay. Ich brauche ein Ziel. So, und dann geht's da oben weiter. Ich habe kein Ziel. Zack. So, wo habe ich denn? Doch, habe ich. Aber ich finde, der Jäger macht ganz schön gut Schaden, also so. Hat zwar kein Damage Meter und der ist auch noch nicht wirklich equipped, auch noch nicht 120, wisst ihr ja. Aber so, wenn man nach den Zahlen geht, ist das doch ganz schön okay. So. Haben wir. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Sehr schön, haben wir auch. So. Zack. Unser Tier, Tötungsbefehl, Kopperschuss, Tötungsbefehl, Kopperschuss. Da haben wir nochmal die Vögel. 8000 Crit, okay. Das ist okay. Ich habe kein Ziel. So, da sind wir, glaube ich, gleich beim ersten Boss, ne? Ich glaube, das letzte Mal, wo wir hier lang gelaufen sind, haben wir andere Bosse in einer anderen Reihenfolge gemacht. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ich glaube aber schon. So, ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Dann wollen wir ein bisschen Multishot reinschießen. Zack. Ich brauche ein Ziel. So. Ah, ich muss mir echt mal wieder, wie ist das? Recount, nicht das Skala hatte ich, glaube ich. Da bin ich mir gut zurechtgekommen. Das muss ich mir echt mal wieder runterladen. Das wird echt mal Sinn machen. Na komm, ich mach mal auch noch schnell. Zack.
Dann holen wir gleich den Boss. Ihr kommt wegen dem Gold, aber ihr lasst eure Knochen zurück. Genau. Jetzt möchte ich sehen, dass du uns besiegst. Meine Klauen werden euer Herz finden. So, ihr gehört nicht hierher. So, Schuss. Boom. Meine Klauen werden euer Herz finden. So, und wie heißt die denn? Die Verderbnis werden geläutert. Was? Aluza, okay. Vielleicht muss man sich hier einstellen. Aber es gibt ja so Bosse, da muss man sich so einen Strahl stellen, sonst werden die geheilt oder werden stärker. Das weiß ich gar nicht, ob der das hier kann. Atal, da saß Macht, fließt durch mich. Ach, keine Macht, du bist schon tot. Ich brauche ein Ziel. Besiegt ist er. Ah, ein bisschen Macht wieder. Ich muss euch danken, dass ihr die Priesterin umgebracht habt. Damit habt ihr meinen Einfluss auf den Tempel nur gestärkt. Und los. Ist ja wie bei Indiana Jones hier. Ich würde da mal aus dem Feuer ausgehen. So, zack. Besiegt. Zack. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Hier sind wir, glaube ich, das letzte Mal so runtergesprungen. Oder da hinten weiter? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Wir waren auf jeden Fall schon einmal hier drin. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich habe kein Ziel. Gleich machen. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. So. Hat auch schon knappe 50.000 EP gebracht, die Instanz. Wir sind noch nicht mal durch. Das ist sehr schön. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zack. Kleinen nervigen Raptoren. Ich brauche ein Ziel. Ist das nicht so auch ein Boss? Nee. Zack. So, einfach reinschießen. Uah. Was betäubt er uns denn? Zack. Das ist der erste leicht tot von den beiden Dinos. Ein DK haben wir als Tank. Was haben wir denn eigentlich als Heiler? Eine Priester nachher, stimmt das. Ja, das sind die Schüsse auch hier, die hier umfläzen. Ich habe kein Ziel. Zack, und bist du noch? Was heißt die Dino Martin? Okay. Und ich muss zuerst etwas anvisieren. Siegt. Zack, Flats. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, kratzen wir uns mal. Es juckt gerade. So, weiter geht's. So. So, wir schießen erstmal nur auf den Großen. Die Kleinen gehen ein bisschen weg mit AOE. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Multishot ein bisschen. Er ist besiegt. Sehr schön.
Zack. Was? Ich bin verwandelt. Bin ich verwandelt zum kleinen Raptor? Das gibt's ja gar nicht. So, was töten wir denn hier für ein Skelett? Der sieht auch komisch aus. Ein Skelettkrieger, okay. Ach, die haben sie auch beschworen, wo der Lore gestorben ist. Stimmt natürlich. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Sehr schön, jetzt geht's hier noch an die Treppe hoch. Oh. Schurken. Schurken aus dem Hinterhalt. Sieht jetzt den anderen noch. Gut, 1600 EP gibt's pro. Okay, das ist schön. Das bringt echt viele Punkte. Ich habe kein Ziel. Ach, das ist ja der Bus, wo wir, glaube ich, erst die Ads, glaube ich, killen müssen, bevor der Schaden kriegt. So, hier habe ich wieder beim Bossen gesehen, ein bisschen was ziehen. Ah ja, klar, ich bin jetzt verwandelt. Zack. Schemenschuss. Und wieder verwandelt. Kann der Priester das nicht wegmachen? Weiß ich gar nicht ganz genau. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Kommen wir auch durch hier? Ja. Meister will eure Knochen! So, ja, genau, was mit seinen Totems kaputt. So, der ist zerstört. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Dann gehen wir auf den da. So. Zack, auch zerstört. Ich ein Ziel. Jetzt können wir den Boss angreifen. Dann nehmen wir da mal an. Rock. So, werden wir erstmal die Mitte hier voll machen, dass er da schön laufen kann. Hat 31% noch. Vögel, das. So, ich jetzt ist er besiegt. Gibt's was Schönes für uns? Auch schon wieder nichts, ne? Einzelteile zerlegt. Macht nichts. Ich baue neu. Ah, wir können hier aufmounten, sehr schön. So, folgen wir dem mal. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, ne? Okay, da lang. Dann wären wir hier lang. Anvisiert. Na komm, weiter geht's. Wir haben heute noch was vor. Vielleicht werden wir heute noch 120. Ah, glaube nicht in diesen Let's Play Folge. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. So, und weiter geht's. Zack. Ich habe kein Ziel. Oh, sie vieren uns. Wir sind verängstigt. Ich brauche ein Ziel. Siegt sehr schön. Ich
muss zuerst etwas anvisieren. Ach, hier sind wir letztes Mal, glaube ich, runtergesprungen. Haben wir die ganzen ausgelassen, genau. So war das nämlich. Zack. So, Kobra-Schuss beißen. Ich habe kein Ziel. Oh, es ging aber schnell. Kobra-Schuss, Vögel. So, dann können wir schon den nächsten Muster. Ist er ja. Resan noch. Das finde ich total traurig, dass der natürlich wieder sterben musste. Ja, komm, Resan. Bereiten wir dir ein schnelles Ende. Zack. Esklav, ängstlich. Bisschen unser Angriff auf hier. Jetzt müssen wir eigentlich immer so bei 2, am besten sogar bei 3. Ich glaube, wenn man das richtige Quip hat, da hält man immer hier Stachelfall auf 3 Stacks, dann macht unser Tier auch richtig Schaden. So, jetzt nehmen wir erstmal nochmal unsere Proxy hier. Unsere CDs. Na, ah, ist gleich besiegt. Zack. Ah, 1% noch und ist besiegt. Sehr schön. Was er Gutes hat. Resan war ein mächtiger Loa. Vielleicht gibt ihr. Oh, klar, schon wieder nichts dabei für uns. Jetzt haben wir jetzt nur noch einen Boss. Hey, da sind wir in der Instanz schon durch. Dann machen wir, würde ich fast sagen, erstmal nochmal schnell die Zusatzaufgabe fertig und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder. Aber dazu müssen wir erstmal die Instanz fertig machen, ne? Da müssen wir jetzt, glaube ich, genau. Hier geht's ja hoch. Sind ja auch noch Mobs, ne? Beeindruckend. Ihr seid weiter gekommen, als ich gedacht habe. Aber ich werde trotzdem euer Blut trinken. Aber das sieht auch geil aus, wie so hoch fährt die Wand. Na los, dann werden wir jetzt hier hoch. Na komm her. Na komm jetzt. Das erwacht bald, aber so, das erlebt ja nicht mehr. Loslegen. Zack. Eure Seele wird brechen. Den müssen wir, glaube ich, besiegen. Ich weiß nicht, was das hat, aber Geister muss man immer besiegen. Vor allem von sich selber. Ich brauche ein Ziel. So, zack. Und 15 Sekunden wir den nächsten Pot nehmen. So, zack. Da ist auch schon so gut wie besiegt. Lup. Ich werde eure Seele zerreißen! Ach, was du gar nicht. Zwei Prozent, ein Prozent, sehr schön besiegt. Dann looten wir nochmal schnell. Klar, dass hier nichts dabei ist. Wir haben echt kein Loot-Glück.
So, und jetzt spawnen wir direkt in den Gegner rein und... Okay, nicht ganz. Ah, der ist getan. Uah. Na komm her hier. Der ist getarnt, der Sack. Komm, dich holen wir auch nochmal schnell. Zack. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Dich sehen wir jetzt als erstes an. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Nächster tot. So, dann werden wir das hier noch nehmen und dann haben wir die Aufgabe eigentlich auch schon fertig. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Sehr schön. So, damit haben wir diese Zusatzaufgabe fertig. Wir haben die Instanz gemacht. Wir ist hier noch ein Kraut. Ah, hier ist noch ein Kraut. Das nehmen wir noch schnell. Schnell. Kriegen nochmal 4000 Erfahrungspunkte. Jetzt fehlen uns noch knappe 500.000. Die werden wir auf jeden Fall noch schaffen bis Level 120. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play WoW mit unserem Hordejäger. Auf Wiedersehen und tschüss.